So, meine Besten, willkommen hier zu Biggies Tattoo Talk. Heute sind wir hier bei Crossbone Tattoo in Köln, Port. Und grüß dich, Victor. Also, grüß dich. Servus. Servus, was geht? Willkommen in Port. Auf jeden Fall, wir sind hier. Der Victor, der ist hier der Artist, schon seit längerem. Der wird uns jetzt ein bisschen Hintergrundwissen geben, seit wann der tätowiert. Und wird uns auch ein bisschen Einblick auf seine Tattoos gestatten, zeigen, was für eine Bedeutung. Und ja, schieß mal los, wie hast du angefangen? Das mache ich sehr, sehr gerne. Ja, dabei, dabei. Also ich hatte dir ja schon mal erzählt in einem anderen Interview, ne, kurz wie ich angefangen habe und so. Das müsste ungefähr so 15 Jahre her sein. Ja, damals, als ich angefangen habe, war ich selber gar nicht so tätowiert. Ich hatte mein erstes Tattoo, das weiß ich noch, mit 18 gestochen. Das war so auf dem Schulterblatt. So ein Drache. Ganz klassisch. Ich wollte eigentlich was ganz anderes tätowiert haben. Und das erinnert mich ganz oft so an die Situation mit den Kunden von heute. Das spiegel ich mich gerne in der Vergangenheit wieder. Die kommen dann mit irgendwelchen Sachen an, wollen es dann so haben. Ich sag, wir machen das dann komplett anders dann im Endeffekt. Und das hatte ich damals genauso, mit derselben Situation hatte ich eine Vorlage. Und letztendlich ist was komplett anderes geworden. Ob ich darüber glücklich bin oder nicht, ist so eine Sache. Also, du hast dich überraschen lassen. Ich habe mich überraschen lassen, ja, ja. Er hat mir natürlich das Motiv gemacht, was er dann gut umsetzen konnte und was als Tattoo gut funktioniert. Ich wollte natürlich was ich selber gezeichnet hatte, damals schon. Und ja, das ist immer so ein schmaler Grat zwischen, was sieht als Tattoo gut aus oder was möchte der Kunde dann letztendlich haben. Aber oftmals ist es so, dass Leute halt kommen, die sich mit der Sache noch nicht lange auseinandergesetzt haben, die kriegen dann, da weiß man, kann man nach kurzer Zeit schon so einschätzen, da muss man einfach ein bisschen Druck geben und den Leuten versuchen, das zu geben, womit man nach jahrelanger Erfahrung denkt, dass die Leute damit glücklich werden. Ja, was ja manchmal nicht so einfach ist, ne? Das ist nicht so einfach. Die meisten kommen ja immer so, die sagen, hier, ich habe mir was rausgesucht aus dem Internet, was schon irgendeiner tätowiert hat, das will ich haben, wo du die Hälfte schon gar nicht siehst. Ne? Ja, das ist so. Ja. Genau. Meistens ist das so. Ja, das ist also, so. Die Leute sind, ich sag mal, 50-60% kommen die Leute schon mit gestochenen Tattoos als Idee. Als Motiv-Idee. Ist ja auch nicht verkehrt, ja. Ne? Wenn man das als Idee nimmt, also als Anreiz. Ist sogar super. Aber machst du ungern, dass du das 1:1 auch so übernimmst, ne? Ja, ja. Ich meine, man macht's, wenn der eine oder andere das halt haben will, ne? Aber ich habe das auch damals in meinem Studio, die kamen halt einfach und sagen, ja, hier, das will ich haben. Also sagst du, hey, komm, wir machen individuell den, ne? Tätowierer ist auch darauf spezialisiert, lass mal so ein bisschen Freestyle sein eigenes machen. Dann hat vielleicht eine Stunde was fertig gemacht, dann war es dann doch immer so, nee, ich will das Original, so wie es da ist. Ja. Ganz oft so und dann ist es halt so. Ja, ich meine, du machst am Ende des Tages deine Arbeit, ne? Willst ja auch den Kunden glücklich machen. Ja. Und natürlich verdienst du ja auch deine Brötchen damit, sag ich mal. Das ist so, genau. Da muss man manchmal einfach sagen, okay, wenn du dann halt wirklich nichts anderes haben möchtest, dann ist das halt so. Dann muss er das bekommen, worauf der Bock hat. Weil letztendlich kann man ja nur auf einen gut einreden. Aber im Endeffekt läuft ja diese Person, der du das machst, damit rum und die muss ja glücklich und zufrieden damit sein. Ne? Auch wenn der das schon ist ja das 100 andere damit rumläuft mit demselben. Ne? Ist so. Ja. Aber das ist auch immer im Auge des Betrachters. Weil wir sehen das ja jeden Tag. Jeden Tag. Und deswegen, womit der angekommen ist, hat man wahrscheinlich schon 50 Mal gesehen. Ja. Er aber leider nicht. Er hat es einfach. Vielleicht ist er auch gar nicht so in den Medien unterwegs, der hat sein gestern irgendwo per Zufall gesehen und sagt, boah, das ist cool, das bin ich scharf. Genau. Was aber auch da gut ist, irgendwo man sich schneller festlegt, viele können sich gar nicht festlegen. Genau. Ich sage ja auch immer, festlegen von 5, nicht 100 gucken. Ansonsten viele werden dann nervös oder sehen dann noch ein besseres am Tag des Termins noch und so.
darf auf jeden Fall immer festlegen. Ihr habt genug Platz, dann macht er halt das eine, was er dann gerade gesehen hat, woanders hin. Ja. Und immer flexibel bleiben, ja, und einfach so ein bisschen auch von der anderen Seite da dran gehen. Vielleicht erzählen, so was man damit aussagen möchte oder worum es geht, ja, warum man das macht und so weiter. So, dann kann man Vorschläge machen. Ja. Was ist denn bei dir spannend? Bist du auch gut zugehackt? Bedeutung oder viel einfach so? Ja. Fand ich cool, wollte ich haben. Also anfangs hat man sich viel Gedanken gemacht und Bedeutung und das ist, muss so sein und das ist aber steht für das, aber das weiß keiner, weil ich habe das versteckt, ja, und so, ja, ich hab so und so ein Scheiß. Jetzt mittlerweile so, zum Beispiel letztens habe ich, oder schon vor vielen Jahren habe ich zu einem Kollegen gesagt, einem alten Tätowierer-Kollege, also komm, lass uns eine Session machen, der so, was willst du denn haben? Ich so, auf was hast du Bock? So, keine Ahnung, ich wollte vor kurzem mal ein Pferd machen. Ich so, ja, dann lass uns ein Pferd machen. So läuft das dann. Irgendwann. Ja. Das ist aber dann ein Pony geworden, ne? Ja, ja, genau. Mit einem Einhorn oben drauf. Ja. Da kann man sich dann, die Bedeutung kann man sich dann immer selber reininterpretieren, weißt du, was das für einen dann steht. Oder genauso wie jemand sagt, so, das und das bedeutet das. Wer sagt denn das? Weißt du, wo ist denn das geschrieben? Für den einen bedeutet das das, für den anderen. Ja, jeder das hat einen anderen Hintergrund auch. Ist so. Irgendwas vorgefallen oder so, ne? Ja, genau. Und bei dir, was ist Bedeutung, was ist, wo du sagst? Ja, viel mit Tod. Also früher habe ich viel so China-Zeugs gemacht, so im Rücken habe ich mit China-Zeugs voll. Das hat mir früher gefallen. Schriftzüge hast du auch? Hier Schriftzüge habe ich viele. Schriftzüge, finde ich, gehen immer. Ja. Sieht immer gut aus. So gut als so Lückenfüller, sowieso beste, ja, Sache. Und dann bin ich dann halt nach vielen Jahren, das habe ich auch früher so gestochen, eher so traditional-mäßig, so mit Outlines und so weiter. Und dann bin ich halt auf Realismus übergegangen. Mhm. Und seit vielen Jahren halt wirklich nur Realismus. Ja, genau. Okay. Und das finde ich auch optisch am schönsten. Bei dir, Körper, alles zu bis jetzt oder noch offene Lücken? Naja, es sind noch ganz viele Lücken. Meine Beine habe ich offene Lücken. Ein paar realistische Sachen. Ansonsten Bauch habe ich noch frei, mache ich jetzt. Ansonsten ist eigentlich alles voll. Ja, cool. Schmerzhafteste Stelle für dich, wo du sagst, so, boah, da konnte ich nicht mehr. Also ich sage immer den Leuten auch, die diese Frage natürlich sehr häufig stellen, dass der Schmerz eher von der Tagessituation abhängt, wie fit man sich fühlt, wie gut man geschlafen, gegessen hat und so weiter, ob man viel Stress gehabt hat, die letzten Wochen viel gearbeitet hat und so. Und wenn man da fit ist, dann ist eigentlich alles ziemlich gut auszuhalten. Das ist wichtiger, als wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, von der Party kommst und den ganzen Abend nicht geschlafen hast. Ja, und dann deine Frau den Kopf gefickt hat und du noch, keine Ahnung, irgendwelche schlechten Nachrichten bekommen hast morgens. Dann hat man miesen, dann ist man unentspannt, kannst einfach nicht entspannen. Ist so. Ich hab das so, ich brauche immer Mucke. Ja. Ich muss immer Mucke dabei hören, so, dann bin ich immer ganz entspannt drauf. Die haben mich auch immer Beast genannt, weil ich immer nie gezuckt habe. Ja. Ja, aber bei mir ein paar Stellen so wie Knie. Und hier, boah, hier dachte ich, die ist mit dem Flammenwerfer. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Ja, genau. Ist so oft abgebrochen, wa? Hier fand ich auch ziemlich scheiße. Hier? Hier? Okay. Geht, da geht eigentlich. Okay. So, alles geht eigentlich. Hier war ich beschissen so. Ne? Und stell dir die Situation vor, du liegst auf dem Tattoo-Stuhl und dann geht dein scheiß Akku leer von deinem Kopfhörer. Ja, dann verstehst musst du singen. Genau, dann musst du den ganzen Tag singen. Ne, ich brauche immer, wie gesagt, Mucke und man muss gut drauf sein. Ja, ich mag das nicht so, wenn dann eine halbe Stunde Pause dazwischen ist, wegen Essen, dann musst du wieder, weil die Haut ist dann heiß, dann entspannt die gerade und dann musst du wieder voll reingehen. Deswegen ist mein Name, Spitzname Beast. Weil ich ziehe mal voll durch. Ne? Außer wie gesagt bei Nacken, da habe ich sehr viele Pausenbeine, da war es krank, da war man auch sehr lange dran dafür. Man kommt auch immer in so einen Modus rein. Ne? Wenn man so 10, 15 Minuten am Stechen ist, dann
kommt man so langsam in so eine entspannte Atmung rein und dann kann man das auch besser aussehen. Bei mir ist dieses Unentspannte ist halt, wenn du kommt irgendwann, wenn du echt nur liegen musst oder eine Scheißposition hast. Wie gesagt, Knie, da sitzt, saß ich auf diese Liege drauf, du kannst nichts machen außer sitzen, keine Rückenlehne. Und beim Nacken war es halt, ich lag halt 7 Stunden so, ne? Ja. So, das hat mich irgendwann tierisch abgefuckt. Und dann wirst du halt unruhig. Und dann dieses Unruhige bringt dann auch den Schmerz mit sich. Also, das ist meine Meinung. Weil jeder hat auch eine andere Schmerzempfindung. Ne? Der hat gesagt, boah, eben nah, wie ist das? Ich sag, für mich entspannt. Der geht rein und sagt, ich bin gestorben. Ich so zu dem, hey, ich wollte mir jetzt Knie machen. Der so, ach, merkst du gar nicht. Bin ich gestorben, wo der beim Innenarm, wo ich nichts gespürt habe. So. Jeder hat andere Schmerzen drin. Viele kommen ja mal rein, hey, tut das da weh und soll ich nicht lieber da machen, weil die Stelle weh tut. Also es gibt auf jeden Fall ein paar kranke Stellen. Hör immer so, Bauch soll krass sein, ja. Weh tut. Ja, hör ich auch immer. Ich habe nur so ein bisschen am Bauch. Ja, ich hab gar nichts. Fand ich schon ein bisschen unangenehm. So Rippen, Seiten. Ich finde auch immer, wo sich die Haut viel dehnt. Da sind meistens so okay, Schmerz, die Knackpunkte, so Bereiche, so wie hier, so beim Becken, Kniebereich und so Sachen, wo die Haut eher so steifer ist, so wie hier, ist besser auszuhalten. Und, wie sieht's aus, Gesichtsstatus bei dir? Wird da irgendwas kommen? Willst du irgendwas machen? Oder? Ja, normal. Ja, klar, wird noch was kommen. Erstmal 3 Tränen oder sowas? Nein, noch nicht. Später, wenn Leute anfangen zu sterben. Aber machst du nicht voll, oder? Nö, voll glaube ich nicht. So ein paar dezente Sachen finde ich viel fresher. Ja, ja. So Schriftzug oder mal ein kleines Kreuz oder so. Ja. Schriftzug. Ja. Das ist coole Sachen. Hier, sage ich die ganze Zeit bei Ihnen. Hier würde ich unbedingt so ein Stück, weiß ich nicht, da gibt es so, ich weiß gar nicht, so Schriftzugart. Oh, ich bin mal überlegt. Ist einfach. Am Morgen hier. Ist scheiße zu tätowieren. Scheiße, ne? Auch richtig die Maschine zu halten, weil hier, du hast ja auch. Kommst halt scheiße da rein. Kommst scheiße da rein. Mit Tätowieren, du musst dir vorstellen, wenn du einen Kuli nimmst und dann ziehst du den ganz raus und hast irgendwie da vorne so die Spitze und dann versuchst du damit was zu schreiben. Das ist halt sehr schwer. Genau dasselbe Prinzip hast du da, da musst du so tief rein. Genauso wie an Hals, da kommst du auch immer sehr schwer dran. Er heilt es auch nie so schnell. Dauert auch immer lange, ist nicht schnell tätowiert. Ja. Denkst du, da kommt nur so ein Schriftzug, ist in einer Stunde fertig, dauert manchmal viel länger. Ja, ist so. Weil die Kunden auch sehr unentspannt sind. Ja. Ja, auf jeden Fall coole Sache. Hat mich gefreut, dass du uns mal so ein bisschen was erzählt hast. Danke sehr, dass ihr hier wart. Danke sehr von dir. Vielen Dank. Nicht vergessen, das müssen Liebe und Support da hier, ne? Wie war Mafia-Tattoo, ne? Mafia-Tattoo. Mafia-Tattoo, russische Mafia hier, ne? Ja, und vergiss nicht, ne? Mein Channel, BigiStubbleTalk, auf Insta, BigiStubbleTalk, lasst ein bisschen Liebe da, Support, lasst einen Daumen da, macht die Glocke an, kommentiert meine Videos. Dann kann nichts schief gehen. So ist das.